Wie viele Aktien gehören optimalerweise in dein Depot? Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme und der wir heute auch wissenschaftlich begründet mal etwas auf den Tiefgang gehen wollen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über das Thema der Portfoliodiversifizierung bzw. über die perfekte Anzahl an Aktien in deinem Depot. Es geht also nicht darum, um ETFs oder um Fonds oder sonstiges, sondern es geht tatsächlich darum, wie viele Aktien sollten denn, also Einzelaktien, sollten denn optimalerweise in deinem Depot sein. Nicht im Sinne von summierte Anzahl gekaufter Aktien, sondern einzelne Unternehmen. Das wäre vielleicht sogar die bessere Bezeichnung des Ganzen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Diskussionen. Eine ganz klassische Sichtweise ist ja zu sagen, umso mehr, umso besser. Breit gestreut, nie bereut, ist ja so ein klassischer Spruch. Aber da gibt es durchaus auch Studien, die das Ganze widerlegen. Und die Frage, die sich da immer wieder stellt, wie teile ich denn hier diesen Kuchen im Prinzip auf? Mache ich jetzt hier, wie in diesem Beispiel, 10 Aktien? Teile ich die gleichmäßig auf oder teile ich die eben in unterschiedlich große Stücke auf? Wie kann ich das am besten machen? Und vor allen Dingen soll es heute darum gehen, wie viele Aktien soll ich da machen? Interessanterweise hat dazu hier eine Studie stattgefunden, und zwar von mehreren Wirtschaftswissenschaftlern. Die Studie hier aus dem März 2006 heißt Fund Managers Who Take Big Bets, Skilled or Overconfident. Also die Frage ist im Prinzip, Fondsmanager, die eben große Wetten eingehen, ist das dann eben erfahren oder ist das dann eben ja doch ein bisschen zu übertrieben und zu große Ansicht von sich selbst? Sie haben also im Prinzip in dieser Studie Fondsmanager analysiert und haben da eben verglichen Fondsmanager, die eher versuchen, den großen Indexen nachzueifern, das heißt, die ein sehr, sehr breit diversifiziertes Portfolio haben, gegenüber Fondsmanagern, die einfach sehr konzentrierte Depots haben. Das heißt, die einfach das große Kapital in sehr, sehr wenigen Aktien stattdessen verwalten. Worum es hier nicht ging, war bestimmte Strategien, also ob es da nochmal eine Unterscheidung gibt, je nachdem, was für eine Strategie man verfolgt. Es ging also wirklich um aktive Fondsmanager, die selbst entscheiden können, in was sie investieren, aber auch entscheiden können, wie groß ihre Portfolios sind. Und das Ergebnis der Studie, um das jetzt schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, ist im Prinzip folgendes. Manager, die im Prinzip ein fokussiertes Portfolio betrieben haben, haben eben die sehr breit diversifizierten Fonds um ungefähr 4% pro Jahr outperformed. Also sie waren um ungefähr 4% pro Jahr besser über längere Zeitraum hinweg als die Manager, die wirklich sehr, sehr breit diversifizierte Portfolios haben. Das allein zeigt eigentlich schon, dass es durchaus sinnvoll ist, eher konzentriertere Depots zu verwalten als einfach sehr große. Also wenn man sehr, sehr viele Aktien hat, dann kommt man einfach immer näher an den Index, an eben den breiten Markt. Man sieht aber eben auch, dass das nicht unbedingt gut ist, sondern es ist eher schlecht, denn die konzentrierten Portfolios waren 4% im Schnitt pro Jahr besser und 4% pro Jahr zusätzlich im Vergleich zu dem, was andere gemacht haben, ist natürlich schon mal ein deutliches Mehrergebnis. Die Studie geht hier noch ein bisschen weiter und nicht nur diese Studie, sondern auch andere Studien haben dann nämlich mal analysiert, was ist denn die optimale Anzahl? Und um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, ein Portfolio von weniger als 5 Aktien hat ein extrem hohes Risiko im Portfolio. Das heißt, was sowohl diese Studie als auch andere Studien herausgefunden haben, ist, dass wenn man ein Depot hat mit weniger als 5 Aktien oder 5 Aktien und weniger, dass dann das Portfolio-Risiko sehr groß ist, die Schwankungen sind sehr groß. Es gab eben sehr, sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass man dann eben auch sehr große Verluste im Depot hatte. Demgegenüber ein Portfolio mit 20 bis 25 gleich groß gewichteten Portfolio-Werten, Positionen, haben eigentlich das Risiko des Portfolios komplett eliminiert. Das heißt nicht, dass man kein Risiko mehr eingegangen ist. Auch darauf wird noch eingegangen, dass es natürlich noch das marktinhärente Risiko gibt, dass einfach Aktien an sich schwanken, dass die Börse an sich schwankt und natürlich auch zurückgehen kann und dass sich davon kein Portfolio komplett entziehen kann. Aber eben dieses Komplettrisiko, dass das Depot komplett vor die Wand fährt, das kann komplett sozusagen ausgemerzt werden, wenn man so zwischen 20 und 25 Depotwerte hat.
Ich persönlich empfehle tatsächlich meinen Teilnehmern im Coaching, wenigstens 10 Werte zu haben, also nicht nur 5, sondern wirklich eher mindestens mal 10 zu haben. Das kommt auch so ein bisschen auf die Depotgröße an, denn es macht ab gewissen Depotgrößen auch keinen Sinn, zu groß zu werden. Das ist auch meine Erfahrung. Also 20, 25 Werte sind bei gewissen Summen einfach dann auch ein bisschen ja, zu viele Werte. Aber alles unter 10 Werten wird dann auch schwierig, alleine wenn man auch mal versuchen möchte, sein Portfolio über Branchen hinweg ordentlich zu diversifizieren. Und diese Erfahrung so mit 20 bis 25 Werten, das ist auch das, was ich meinen Teilnehmern mitgebe. Ich sage immer maximal bis 30. Alles über 30 Werte wird dann tatsächlich erstens schwieriger auch zu verwalten und im Blick zu behalten. Und es ist tatsächlich dann auch einfach nicht mehr vorteilhaft. Es hat keinen zusätzlichen nennenswerten Effekt. Und es gibt ja auch so ein schönes Sprichwort von Warren Buffett, beziehungsweise eine schöne Analogie, in der er so eine Abreißkarte gezeigt hat und gesagt hat, wenn man überhaupt mal nur versuchen würde, maximal in seinem Leben 20 Aktien zu kaufen und dürfte dann keine einzige Aktie mehr auswählen, dann würde die Qualität des Depots ebenfalls enorm steigern. Das alleine wäre schon nochmal ein Video wert. Und das geht so ein bisschen in diese Thematik mit hinein. Umso mehr man sich hineinnimmt, umso mehr man sich das Depot ausweitet, umso schwieriger wird es dann auch, weil man sich einfach nicht mehr entscheiden kann. Man entscheidet sich nicht mehr für die wirklich guten Werte, sondern man entlässt sozusagen alles in sein Depot hinein oder viel zu vieles in sein Depot hinein. Dadurch leidet dann aber die Gesamtqualität des Depots und das Einzige, was man erzeugt hat, ist sozusagen das wohlige Gefühl, dass man ja breit gestreut ist und dass das man ja das eigentlich nie bereuen muss. Und das mag unter Risikogesichtspunkten auch richtig sein, aber da geht dann eben dieser Grenznutzen verloren, der eben bei einem konzentrierten Depot zwischen 20 und 25 Werten durchaus noch vorhanden ist. Wenn du jetzt natürlich aber auch für dich wissen willst, nicht nur wie viele Werte solltest du im Depot haben, sondern auch wie solltest du die diversifizieren und natürlich worauf solltest du schauen, wenn du die richtigen Werte in dein Depot nimmst. Was sind denn die richtigen Werte für deine Abreißkarte, dass du nur die guten und wirklich qualitativ hochwertigen Werte ins Depot nimmst? Dann melde dich gerne mal bei mir für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir, welche Strategie die richtige für dich ist und besprechen natürlich auch, wie du da das richtige Wissen erlangen kannst, um so eine Strategie und die richtigen Werte im richtigen Depot aufzubauen. Melde dich da gerne mal, dann schauen mein Team und ich, ob und wie wir dir da weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon mal weitergeholfen, dein Depot auf die richtige Größe zu skalieren und wünsche dir dabei weiterhin viel Erfolg und viel Erfolg an der Börse. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.